Möglicherweise will ich manchmal das, was nicht gewollt werden kann. Möglicherweise will ich manchmal das haben, was nicht habbar ist, was nicht der Habhaft unterliegt, was nicht gehabt werden kann. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich will das ganze Universum haben, passiert ja auch nichts. Das Universum ist und kümmert sich nicht um einen Wunsch. Das Universum kann nicht gehabt werden, da es ja schon ist. Außerdem, wer kann denn sowas Großes haben? Ein Vertrag, in dem drin steht, mir gehört das ganze Universum. Ich bin der alleinige Besitzer und kann damit machen, was ich will. Ich bestimme jetzt über das Universum. Und trotzdem fühle ich mich vom Universum getrennt. Und darum will ich es kontrollieren, indem ich es haben will. Ich will es haben. Das ganze Universum soll meins sein. Doch wahrscheinlich wird es niemals meins sein. Das ist doch auch gut. Es wird nie meins sein. Niemals. Also kann jede Hoffnung sterben, dass ich es je haben werde. Das ganze Universum. Und jetzt, wo der Wunsch nicht mehr da ist und es mich gar nicht mehr gibt als eine eigenständige Einheit, ist das ganze Universum das, was ich bin. Alles, was hier ist, ist das Universum. Und ich bin es, obwohl es mich nicht gibt. Als einen, der es haben könnte. Das ist das Tolle. Wenn das Wollen verschwunden ist und der Willige, der Wolle auch, ist nur noch grenzenloses Universum da, als das, was ich bin. Ha, ha, ha. Wer soll jetzt damit wieder was anfangen? Wenn es eh keinen gibt, der das könnte, bräuchte sich die Frage eigentlich nicht zu stellen. Und da doch alles ausgemöglicht wird, möglicherweise muss alles sich ausprobieren, weil es ein absolutes Ausprobieren ist. Dann können sich auch Fragen stellen, die gar nicht beantwortet werden.